Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Zurück bei König Jorge, der in der Ferne ist, auf Kriegszug im hohen Norden an der Elbe, und zwar für den dort links. Das ist der junge König Karl Mann, der mit den Schuppen, der ja unser Schwager ist und Bündnispartner, und da unser König normalerweise gerecht ist, folgt er auch so den Bündnisverpflichtungen. Allerdings braut sich was zusammen. Ja, unsere Armee ist hier, braut sich was ein bisschen in der Heimat zusammen. Denn dort gibt es zwei gefährliche Fraktionen, die beide, wenn es dann so kommt, in 2 Monaten ein Ultimatum stellen können. Und das ist an sich schon ein bisschen kritisch, 2 Fraktionen gleichzeitig. Hinzu kommt aber, dass unser König dazu tendiert, spontan hier und da sehr ungewöhnliche, sehr wahnsinnige Entscheidungen zu treffen. Und das bedeutet, dass er möglicherweise hier auch den Fraktionsforderungen nachkommen wird. Und bei Unabhängigkeitsfraktionen heißt das schon was. Ja, ich werde also auch diese Geschichten auswürfeln, das sei gesagt. Insofern, eine heikle Sache. Und das heißt aber nicht, dass er, sag ich mal, langfristig nicht durchaus da auch gegenarbeitet oder seine Berater ihn dort animieren. Und ich denke, 1 oder 2 Sachen können wir machen. Erstens, es gibt einen besseren Ratspitzel als Herzog Suniario. Und diejenige, die ist eigentlich relativ wohlgesonnen, aber offenbar nicht komplett. Die möchte in den Rat, und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum sie in der Fraktion ist. Deswegen werde ich sie hier zum Ratsspitzel machen. Suniario wird Ratsverwalter. Okay, wir können ihn auch erst dort reintauschen. Ist am Ende aber komplett egal. Wir machen jetzt mal diesen Tausch, denn der ist tatsächlich auch ein guter Verwalter, gleich guter wie Enrique. Enrique mag uns sowieso, weil wir ihn zum Herzog gemacht haben. Der muss nicht in den Rat. Aber die hier meine ich, Gräfin Margarida, die Fehlerin. Eine besondere Person, unglaublich talentiert im Ränkespiel. Ja, und jetzt sind zumindest ihre Hauptforderungen jetzt erfüllt. Mal schauen, vielleicht stimmt sie das etwas wohlwollender. Zum Zweiten ist es so, dass wir... ich habe mir mal diese Fraktionsmitglieder angeschaut. Hier gibt es zum Beispiel jemanden, der ist einer der besten Kämpfer bei uns, Graf Enrique. Der hat es verdient, vielleicht mal ein Geschenk zu bekommen, das ihm im Kampf hilft. Er hat ja hier so einen komischen Brustpanzer. Da kriegt er mal was Neues, auch wenn das für uns ein bisschen Stress bedeutet. Und zwar haben wir das hier, den Lamellenpanzer von biegsamer Machart. Den benötigen wir selbst nicht mehr, weil wir den tatschikischen Lamellenpanzer haben. Und der findet das ganz großartig, ein seltenes und kostbares Ding. Das werden wir ihm geben, und damit dürfte er eine deutlich bessere Meinung haben. So, was ich außerdem noch machen will, wir können hier noch Lösegeld verlangen, und es gibt hier noch eine Menge andere Gefangene, und ich denke, ich habe mir die auch durchgeschaut, sind alles unbedeutende Persönlichkeiten, wir werden sie alle gegen Druckmittel freilassen. So, der hier geht nur indirekt, aber das geht auch. Hier auch, und da oben, die bedenkt das gerade. Achso, wir sehen gerade, wir haben noch hier ein Spielzeug, das können wir reparieren. Ja, ich würde sagen, er hofft ja immer noch auf ein Erben, und dann hebt er das Spielzeug auf. Okay, dann schauen wir mal, wie es hier oben im Kampf da an der Elbe weitergeht. Wir können dieser Armee irgendwie folgen, die wir gerade vernichtet haben, aber der Aufstand der Sachsen ist vorbei. Es war nicht mehr möglich, ihn fortzusetzen. Vielleicht ist er gestorben, oder ich bin mir nicht sicher, warum das jetzt so ist, aber uns soll es recht sein. Das bedeutet, dass wir erstmal unsere Armee auflösen können. Das ist insofern gut, weil sie jetzt schneller wächst, und das ist wiederum für die Fraktion natürlich ein Thema. Also das geht ja immer um das Verhältnis der Militärstärke. Insofern denke ich, keine schlechte Entwicklung jetzt. So, jetzt wird erstmal das ganze Lösegeld akzeptiert. Gleichzeitig passiert noch viel mehr. Und zwar, wir klicken das erstmal weg. Und zwar will jemand einen Waffenstillstand kaufen. Und ich bleibe mal dabei, dass ich auch diese Sachen auswürfle. König Aguila ist das, der König von Asturien. Bezahlt uns 220. Normalerweise, weil er gierig ist, würde er da sofort zuschlagen. Aber vielleicht hat er gerade wieder einen wahnsinnigen
Moment, im Übrigen, ich habe mal die Würfelfarbe angepasst und das Ganze, dieses Würfeln im Spiel, ist auch erstmal ein Test in dieser Staffel. Ich werde am Ende der Staffel eine kleine Abstimmung machen, wo ihr sagen könnt, findet ihr es besser als das bisherige Würfeln, und dann bin ich gespannt, wie da eure Meinung zu ist. Aber jetzt wird der Würfel erstmal noch geworfen. Und das heißt, die erste Option, und das ist in diesem Falle ablehnen, er will keinen Waffenstillstand, er ist gerade irgendwie ein bisschen größenwahnsinnig drauf. Er lehnt auch das Geld ab. Und nun geht es hier um Bona, die Spielererbin. Ich rechne mittlerweile zwar schon damit, dass meine Nichte Bona viel Schabernack treibt, doch ihr Einfallsreichtum hält mich dennoch auf Trab. Wenn es gerade mal kein Streich ist, ist es eine Prügelei, ein verärgerter Tutor oder ein aufgeschlagenes Knie nach einem ausgeuferten Abenteuer. Sie wird rauflustig. Alles klar. Gut, das können wir alles wegnehmen. Exotisches Festmahl, finde ich, passt jetzt zu ihm nicht. Das können wir vielleicht dauerhaft hier auch mal rausnehmen. Warum? Weil er nach wie vor Einsiedler ist. Ja, könnte ich mir vorstellen. Müssen wir mal sehen. Müssen wir mal sehen. So, wie sieht es aus mit den gefährlichen Fraktionen? Es könnte sein, dass unsere Militärstärke ausreicht, um das Ganze zu unterdrücken. Aber noch existieren sie. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. So, ansonsten warten wir eigentlich hier auf einen Herzogsanspruch. Das ist tatsächlich sogar jetzt ein schöner Moment, wäre das dafür. Denn unser alter Rivale, derjenige, der uns angegriffen hat, Malik Burhanuddin, ist inzwischen gestorben, hat das Ganze vererbt an seinen Sohn Burhanuddin II. Und der hat noch keine Verbündeten und ist damit ein wirklich schwacher Gegner. Aber ja, nur ein Krieg um drei Grafschaften. Es wäre schöner, wenn wir das gesamte Herzogtum erobern können. Das würde dann wahrscheinlich dauerhaft für Frieden sorgen an diesen Grenzen zu den muslimischen Reichen. So ist zumindest die Einschätzung des Hofes. So, am Hof ist man noch besser in der Verwaltung geworden. Okay, 11, 12, 13 Charaktere sind geschätzte Verwaltungshöflinge oder wie das heißt, geworden. Gucken wir mal. Eine heilige Klinge. Ich habe Heiden schon kämpfen gesehen. Ich weiß, mit welcher Raserei sie die Gläubigen niedermähen. Im Namen von St. Georg werde ich mich ihnen mit der Tapferkeit entgegenstellen, die höheren Mächte mir verleihen. Okay, das ist ja jetzt doch eine entscheidende Entwicklung, mit der ich nicht gerechnet habe. Unser Mann wird plötzlich zu einem, naja, er war ja schon ein religiöser Eiferer, aber nun wird er tatsächlich zum Glaubenskrieger. Von rechtschaffenem Eifer erfüllt, wird Girard nicht eher ruhen, bis alle Heiden bezwungen sind. Okay, das ist eine ganz klare Ansage. Damit wird er vermutlich dauerhaft jetzt im Krieg sein und sich ganz der Reconquista verschreiben. Anders kann man dieses Ereignis jetzt nicht interpretieren. Jetzt ist halt nur die Frage, wie man es am besten macht und ob ihm nicht hier und da der Wahnsinn dann wieder dazwischen kommt. Ach so, im Übrigen, eine interessante Sache wollte ich euch auch noch zeigen. Und zwar, hier auf der Glaubenskarte sieht man, dass tatsächlich unsere Ursprungsgrafschaft Vincennes muslimisch geworden ist. Der Grund dafür ist höchstwahrscheinlich der Wechsel von Jorge, der kurzzeitige Wechsel, der Abfall. Das muss das Volk hier so beeindruckt haben, dass sie spontan den Glauben gewechselt haben. Führt übrigens dazu, dass bei einer möglichen Rebellion dort auch muslimische Bauern eben mitrebellieren. Ganz interessant, diese Entwicklung. Okay. So, wir bleiben hier. Es sieht aber so aus, als ob wir hier nur eine Grafschaft erhalten. Aber es gibt schon wieder einen Krieg und schon wieder im Ostfrankenreich. Nein. König Karlmann wird von Christine angegriffen. Aus dem Herzogtum Tirol. Aber ich wurde schon wieder darauf hingewiesen, weil ich das immer, naja, ein bisschen vielleicht im Kern falsch formuliere. Krieg gegen die Tyrannei bedeutet in der Regel, dass dieser König, König Karlmann, versucht hat, irgendwie einen Titel zu entziehen oder irgendwas zu machen, Land zu entziehen, woraufhin der oder diejenige, den das betrifft, nur die Möglichkeit hat, Ja zu sagen oder wiederum den Aufstand zu wagen. Und was ich tatsächlich nicht gut finde an der Spielmechanik ist, dass dann diejenige, die sagt, nein, das möchte ich nicht, der Angreifer oder die Angreiferin ist. Das finde ich eigentlich schade, weil im Kern geht ja von ihm die Aggression aus. Muss man immer so ein bisschen mit bedenken.
und kann man natürlich bei bestimmten Entscheidungen auch mit einfließen lassen. Ich vergesse das immer mal gerne. Tja, jetzt ist die Frage, wird er uns reinrufen? Dann wird auch noch der König von Westfranken von Gräfin Alice auch einen Tyranneikrieg. Alles klar, das ist derselbe Fakt, ne? Derselbe Fakt, wir können mal gucken. Hier geht es um eine Grafschaft, die versuchte er vermutlich zu entziehen oder ähnliches. Tja, ja, Karlmann. Tja, und da ist natürlich die Frage, ja, ich sag mal so, also normaler, ich glaube, jeder König würde erstmal grundsätzlich ehrenhaft sein, ohne jetzt spezielle Eigenschaften und ein Bündnis ehren. Aber in bestimmten Konstellationen, wenn es ihm nicht passt, dann eher nicht. Aber wenn jemand gerecht ist, würde ich schon sagen, dass er das tendenziell immer macht. Also das jetzt schon mal prophylaktisch, falls Karlmann anfragen wird. Aber schauen wir erstmal, wie es weitergeht. So, jetzt gibt es den Anspruch. Und hier erlaubt mir, dass ich nicht würfle, weil das finde ich doch ein bisschen merkwürdig. Ich meinte, wir haben aktiv ihn gebeten, jetzt dort einen Anspruch zu erfüllen. Der kommt ja immer mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, hier jetzt zu würfeln und dann abzulehnen, ist irgendwie dann doch ein bisschen zu merkwürdig. Also der Anspruch ist da. Aber das Problem ist, wir haben immer noch nicht den Herzogsanspruch. Darum geht es uns eigentlich. Und ich würde sagen, wir schicken ihn noch einmal los, jetzt noch diesen Anspruch zu erwirken. Wenn das bis dahin dann auch nicht klappt, dann werden wir vermutlich einen Krieg führen, nur um die drei Grafschaften. Das wird dann aber ein Ringenkrieg sein, weil wir ansonsten Einzelgrafschaften nur erobern dürfen. Okay, die Sache mit den Fraktionen scheint sich erstmal gerade so entspannt zu haben, ist aber heikel. Ne? Es kann jederzeit wieder zum Problem werden. Wir brauchen nur ein, zwei große Schlachten verlieren und schon fühlen sich die Muslime stark genug. Ja, da ist es auch schon passiert. Irgendjemand muss sich wieder angeschlossen haben, oder ich weiß es nicht. Sind wir schwächer geworden? Ah, merkwürdig. Auf jeden Fall sind die gefährlichen Fraktionen jetzt schon wieder da. Und da interessiert mich... Ah, Bauernpöbel hat sich aufgelöst, aber das war, glaube ich, keine der gefährlichen. Da interessiert sich mich doch gerade mal, gab es hier eigentlich Veränderungen? Er hatte eigentlich doch eine plus 100, war mir angezeigt worden. Ach nee, die Meinungsauswirkungen waren nicht so gravierend. Wir sehen es, Geschenk erhalten, plus 6, vielleicht plus 9. Das finde ich immer ein bisschen schade. Plus 100 war, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass er es annimmt. Insofern hat das jetzt nicht so viel gebracht. Und auch sie ist immer noch Teil der Fraktion. Nun gut. Wir können den Markt besuchen als verschwenderischer Charakter. Ja, er ist einsiedlerisch, aber... Ich glaube, als verschwenderischer Charakter wird er sich mal auf den Markt, auf den Markt begeben und lieber dieser Sache einmal frönen und sich dann mit seinen Einkäufen wieder zurückziehen. Ja, er schlendert durch den Markt in Valencia und freut sich wie ein kleines Kind. Stoffe, Juwelen, Gewänder, Kleinodien, ich will alles. Zwei hiervon, einen Augenblick, drei. So, da verlieren wir zwar Anspannung, allerdings auch viel Gold, aber so ist das als verschwenderischer Charakter. Hier gibt es ein paar interne Auseinandersetzungen. Und nun will jemand huldigen, der schon uns bekannte Herzog Enrique. Und hier, ja, hier werden wir natürlich wieder schauen, wie unser Mann des Wahnsinns reagiert. Und das bedeutet, dass wir Ja sagen und gnädig sind heute mal. Und die 50 Gold auch mit einstreichen. Aber es war eine Huldigung, eine zweideutige Huldigung offenbar. Ich warte geduldig auf meinem Thron auf die Ankunft von Herzog Enrique, der mir auch schon bald angekündigt und präsentiert wird. Er kniet ehrerbietig nieder, während Gesinde seine Geschenke in Form von Geld und Kostbarkeiten herbeischaffen. Der Eid wird geleistet und Schreiber halten seine Schwüre fest, dem Reich dienen zu wollen. Auch wenn der Herzog die vulgärdoktischen Schwüre ganz klar geübt hat, spricht er einige Abschnitte dennoch falsch aus, was deren Bedeutung auf lustige Weise ändert und dazu führt, dass meine Höflinge ein Kichern unterdrücken müssen. Okay, gut. Wie reagieren wir darauf? Seht ihr nicht? Deswegen würfe ich es nochmal. Manchmal klappt das nicht ganz so gut. Okay, die zweite Variante wird gewählt. Und zwar sind wir offenbar... wütend auf ihn. Habt ihr irgendeine Ahnung, was ihr da gerade gesagt habt? Wir bekommen Anspannung, weil wir normalerweise gerecht sind, aber das können wir einfach nicht ertragen, dieses Gestammel. Im Übrigen stottern wir selbst, aber das verdrängen wir. Herzog Enrique wird jetzt der Fremdländische genannt, verliert Meinung, wir kriegen richtig fett Anspannung. Aber die 50 Gold gibt's trotzdem.
Mal sehen. Aber Enrique müsste uns dennoch nach wie vor sehr schätzen. Ich glaube, das hat noch nicht mal irgendwie einen gravierenden Einfluss. Ah, Katharina ist jetzt angesehene Ärztin. Hervorragend. So, eine Jagd, ja, könnte man durchaus auch mal machen. Wie sieht's hier aus? Zu schwach um ein Ultimatum, kann in 2 Monaten ein Ultimatum stellen. Interessant. Jagd ist so eine Sache. Wir sind verschwenderisch, das ist, kann man machen für eine Jagd, aber einsiedlerisch, Aber so eine Jagd, da kann man sich ja auch alleine durch den Wald bewegen. Ich würde sagen, wir lassen die Hörner erklingen. Wir gehen mal auf Jagd. Übersteuerung sorgt für Banditenturm. Banditenturm wäre auch ganz lustig. Herzog Suniario, der ist ja jetzt Ratsverwalter, hat erstmal schon mal versagt. In Fraga. Banditenhorden. Aber in Fraga ist das wahrlich nicht so dramatisch. Da nehmen wir eh nicht so viel an. Es wird persönlich. In unserem letzten Brief erwähnte mein Vasall Podestat Pandolfo. Aha, okay, aus der Stadt Luni. Beiläufig ein Gespräch, das er vor kurzem hatte. Als würde mich dieses Thema interessieren. Diese Briefe sollen eigentlich rein diplomatischer Natur sein, aber natürlich schneiden sie mitunter persönliche Themen an. Ist er irgendwie bedeutsam für uns? Ist er Teil von diesen Fraktionsleuten? Nee, ist er nicht. Na gut, wie stehen wir dazu? Gucken wir mal. Ups, aus Versehen nochmal gewürfelt. Habt ihr nicht gesehen? Die 1 zählt. Oh, erzählt mir doch bitte mehr darüber. Okay, bisschen merkwürdig. So, aber wir sind auf Jagd und wen treffen wir denn hier? Bruni Senda. Weit weg von den anderen finde ich eine Hütte, in der einer der schönsten Menschen wohnte, die ich je gesehen hatte. Sie lud mich ein, zu bleiben und mich auszuruhen und ich war überrascht, wie viele gemeinsame Themen ich mit einer gemeinen fand. Müsst ihr denn schon wieder zu eurer Jagdgesellschaft zurückkehren, mein Fürst? Ich habe noch nie jemanden wie euch kennengelernt. Oh mein Gott, Bruni Senda. Wunderschön, maßvoll, tapfer und ehrlich. Was für eine Frau. Aber vermutlich würde er gerne die Nacht da bleiben. Aber bei einem wahnsinnigen Mann weiß man nie, was in ihm steckt. Deswegen werden wir das erfahren. Aber nein, es steckt tatsächlich das in ihm. Nun, wenn ich noch länger bleibe, müsste ich die Nacht hier verbringen. Oh nein, er ist ungeduldig. Warte mal, was? Hä? Stopp mal kurz. Wie ist das jetzt? Heißt das, er will nicht länger bleiben, weil er ungeduldig ist? Oder heißt das, er will es sofort, weil er ungeduldig ist? Es ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber wir gucken mal, was jetzt passiert. Ah, okay. Erstmal hat sich die Prachtstufe auf 9 erhöht. Warum ist unsere Pracht so groß? Wahnsinn. In dem Zusammenhang vielleicht etwas missverständlich hier gerade. Naja, aber Bruni Senda hat vielleicht auch seine große Pracht bewundert. Als ich meinen Aufbruch vorbereitete, bekomme ich die Gedanken an ihr vor Leidenschaft verzerrtes, wunderschönes Gesicht nicht aus dem Kopf. Sie streichelt über das Fell, auf dem wir lagen, als sie mir zusieht. Das muss nicht unsere einzige gemeinsame Nacht bleiben, sagt sie dann. So, jetzt wird's spannend, Leute. Wie reagiert unser Herrscher? Er sagt, ihr solltet mit mir kommen und bei mir am Hofe leben. Okay, sie kommt zum Hof, wird unsere Affäre und wir bezahlen dafür irgendwie auch Gold. Was ein bisschen unglücklich ist, es stürzt uns nämlich in Schulden. Und gerade wenn ich an die Fraktion denke, könnte das auch noch eine heikle Angelegenheit werden. Also, Bruni Senda ist am Hof. Und nun, es geht schon wieder um diesen Brief. Was will der denn eigentlich von uns? Wir gucken mal. Lästige Angelegenheit eigentlich. Okay, im letzten Brief, den mir mein Vasall Podestat Pandolfo schickte, gab es einen ganzen Abschnitt zum Thema Diplomatie. Ich wusste ja gar nicht, dass er sich für solche Dinge interessierte. Anfangs habe ich das vielleicht nur ihm zuliebe getan. Wir nähern uns ihm doch gar nicht an, oder? Aber er vielleicht uns. Komisch.
Aber jetzt könnte es zu spät sein, seinen Rückzug zu machen. Also Vasall, nicht wahr? Hoffentlich kauft er mir das ab. Okay, es ist einfach nur ein nerviger Typ. So, im letzten Brief hat mein Vasall Podestat Pandolfo einen schändlichen Mangel an Verständnis bezüglich des Themas gezeigt. Und wenn sogar ich erkenne, dass er Unsinn erzählt, dann muss es wirklich schlimm sein. Ich weiß nicht, was das für eine komische Ereigniskette ist. Auf jeden Fall gewinnt er Meinung, wir bekommen Prestige und er ist irgendwie dankbar. Warum auch immer. So, aber jetzt müssen wir uns hier mal die Lage anschauen. Erstens, wir haben einen neuen Vorzug erhalten. Ja, ich finde das ganz interessant organisiert. Der Marsch, Bewegungstempo und schweres Fußvolk und Bogenschützen haben wir, glaube ich, alles. Da profitieren wir ziemlich gut. Wir sind jetzt im Minus noch 4 Monate ungefähr. Wie sieht es aus mit den Fraktionen? Kann in einem Monat ein Ultimatum stellen. Das wird interessant. Und wir haben eine neue Geliebte. Und ich würde sagen, der Zeitpunkt ist doch eigentlich gekommen, uns von der 49-jährigen, aufgedunsenen, betrunkenen Gräfin Richenda nun zu trennen. Denn unser Herz ist schon irgendwie erflammt. Also, ich würde sagen, das beenden wir jetzt mal. Warte mal, können wir das nicht beenden? Doch, hier. Von Affäre trennen. So. Und dann bin ich gespannt, wie es mit Bruni Senda, hieß sie, glaube ich, weitergeht. Ob da noch was passiert. Aber die Fraktion ist gerade mal wieder verschwunden. Das ist, wie gesagt, das ist besonders heikel, weil es dann ja jederzeit dazu kommen kann, dass der König auch im Anflug eines Wahns Ja sagt, was die Forderung betrifft. So, die Jagd kommt zu einem Ende und das war wirklich, man kann schon sagen, eine erfolgreiche Jagd. Wir kehren gestärkt nach Hause zurück. Eine Menge an Prestige ist dabei rumgekommen und eine Geliebte am Hofe. Wir haben Estefania verloren. Unsere Schwägerin und Cousine ist gestorben nun. Hofantiquarin war sie und das ist etwas, was wir brauchen. Ja, aber wir gucken mal. Wir haben erstmal hier am Hof etwas. Bruni Senda ist da. Oh mein Gott, Geheimnis. Tage vergehen, ohne dass es mir auch nur in den Sinn kommt. Doch jedes Mal, wenn ich bei Hofe den Blick von Bruni Senda erwidere, kann ich an nichts anderes denken als an ihre Verbrechen. Was? Also, ich glaube, ich würde an anderes denken als an ihre Verbrechen. Was hat er denn jetzt? Oder ist das ihre heimliche Umschreibung für das, was sie getan haben? Ich frage mich, wie viele bei Hofe davon wissen. Okay, er meint also eigentlich die Affäre, ne? Ist ein bisschen komisch. Womöglich gar niemand? Vielleicht alle? Die Wahrheit wird irgendwann ans Licht kommen und es wird meinen Ruf nicht sehr gut tun, solche Skandale unter meinen Höflingen zu haben. Man muss sich um sie kümmern, ne? Oder ich habe mich am Ende nicht nur mit dem Urteil des Hofes, sondern auch mit dem höheren Mächte herumzuplagen. Ich glaube, er hat irgendwie in seinem Wahnsinn vergessen, dass er irgendwie Teil des Ganzen ist, wie mir scheint. So, wir haben 5 Optionen. Das heißt, wir brauchen einen W10. Und wir würfeln eine 2. Das heißt, die erste Option wird gewählt. Okay, genug ist genug, die Welt muss davon erfahren, er kann es nicht mehr ertragen, dass niemand weiß, dass er sie liebt und er macht sie jetzt, so würde ich das interpretieren, zu seiner offiziellen Geliebten. Die Affäre wird aufgedeckt, Bruni Senda findet das richtig doof und wir haben die Eigenschaft Ehebrecher erhalten, was die ganze Situation ehrlich gesagt nicht einfacher macht. Weil alle anderen Katholiken uns jetzt noch weniger leiden können. -5. So, und wir haben eine Hingabestufe auch noch verloren. Wir gucken ganz kurz mal, wie eigentlich diese hohe Hofpracht zustande kommt. Was ist denn hier alles los? Okay, Prestige bringt einen sehr hohen... Okay, unser hohes Prestige, jetzt verstehe ich. Das ist, glaube ich, der höchste Effekt. Und die Dynastiebekanntheit... Nee, Quatsch, das ist die Auswirkung der Hofpracht. Aber der eigentliche Wert, den... Veränderung von 0,24.
Warte mal, wo kann ich eigentlich das mir angucken, wie diese Veränderung zustande kommt? Irgendwo gibt es das. Muss ich nochmal in Ruhe schauen. Grundwert 83. Ach so, ja, alles klar. Das hängt von dem Grundwert und dem aktuellen Wert ab. Und hier, das sind die entscheidenden. Ah ja, unsere hohen Ausgaben, unsere extravaganten Ausgaben sind es am Ende. Haute Couture, Mode, exotische Verpflegung, geräumige Unterbringung, endlose Dienerschaft. Das sind, glaube ich, die Hauptaspekte, wie wir sehen. Und natürlich die Felle, die an den Wänden hängen und unsere Artefakte, ja. Aber es geht doch relativ schnell, dass man hier einen sehr, sehr hohen Rang in der Welt hat. Nun gut. So, ja, dann warten wir mal ab. Hier, wie sieht es hier aus? Okay, dauert noch ein bisschen. Und vor allem ist natürlich die Fraktion interessant, aber immerhin die andalusischen Populisten haben sich aufgelöst. Jetzt haben wir tatsächlich nur noch die muslimischen und das ist immer hier an der Grenze, ganz haarscharf an der Grenze. Das heißt, jeder potenziell andere Konflikt kann dazu führen, dass unsere Soldatenzahl runtergeht, was wiederum zu Problemen führen kann. Und es hat sich eine neue Fraktion, eine Freiheitsfraktion geschaffen, aber die ist, glaube ich, sehr, sehr schwach und muss uns keine Sorgen machen. So, wir sind immerhin jetzt wieder im Plus. Leider allerdings gab es aufgrund der langen Verschuldung in Alto Aragon jetzt eine unzureichende Verwaltung. Naja. So, und wir hören mal wieder von unserem Reisenden. Ich habe ein Schreiben von meinem Abenteurer erhalten mit so verbrämten Worten, dass ich ihn klar vor meinem geistigen Auge sehe. Aber ich glaube, verbrämt verwendet man eigentlich in einem anderen Zusammenhang. Wir sind Flüsse hinaufgesegelt, um die sich windenden Hügel hinter uns zu lassen. Nach einer Dürre erzählten uns die Einheimischen, dass der Fluss, auf dem wir fuhren, vor uns ausgetrocknet wäre. Anstatt aufzugeben oder umzukehren, befahl ich der Mannschaft, Rollen und Seilzüge zu bauen und wir begannen unser Boot über Land in Richtung des nächsten Flusses zu ziehen. Wir sind über Gras und Blumen gesegelt. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was ich als nächstes getan habe. Nein, können wir uns nicht, aber wir werden es gleich erfahren. Okay. Das hier. Die Einheimischen erbarmten sich und gaben euch kostengünstig ein neues Boot. Das kostet uns wiederum. Das ist allerdings ein bisschen paradoxe Angelegenheit. Warum er uns die Geschichte erzählt und wir dafür bezahlen müssen. Aber gut. Die Expedition wird am Ende teurer, so kann man es interpretieren. Wie auch immer, es gibt ein neues Boot. Das kostet uns 215 Gold und das bedeutet Staatsschulden erneut für eine lange Zeit, für 10 Monate. Das schiebt einen möglichen Krieg nach hinten und das macht gefährliche Fraktionen umso gefährlicher. Wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht hier. Also gerade ist so ein bisschen eine heikle Situation, was seinen Wahnsinn betrifft. Einerseits denkt man, eigentlich ist er bisher der fast vernünftigste, erfolgreichste König. Andererseits ist das immer an der Grenze zum Untergang, hat man das Gefühl. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.